Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. In diesem Video werde ich über den Nokia QNA50 GV210 ISW Fernseher berichten. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an. Die Bildschirmdiagonale beträgt 50 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine QLED-LCD-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 60 Hertz. Erkenne jedes Detail. 4K Ultra HD und Dolby Vision zeigen dir Inhalte in kristallklarer Bildqualität. Für ein Fernseherlebnis wie im Kino, vom Wohnzimmer aus. Kontrast neu erlebt. HDR10 und 1 Milliarde unterschiedliche Farbtöne sorgen für präzise Farbwiedergabe. Farben, Helligkeit und Kontrast sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 14,6 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 111,9 cm in der Breite, 69,9 cm in der Höhe und 23,5 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x200 Weser-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 65 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse: 2x USB, 1x Ethernet RJ45, 2x HDMI, 1x HDMI ARC, 1x Satellite In F-Type Female, 1x Optical Audio Out, 1x 3,5 mm Audio Out, 1x Antenna RF Female und 1x CI+ 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct und Bluetooth. Der Blick aufs Große. Streame deine Fotos, Videos und Musik von deinem Smartphone oder anderen Geräten auf deinen großen TV-Bildschirm. Mit eingebautem Chromecast ist es möglich. Verbinde, was du brauchst. Dank Bluetooth kannst du ganz einfach Gamepads, externe Lautsprecher und andere kabellose Geräte mit dem Smart TV verknüpfen. Der Fernseher verfügt über 2 Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über ARC an den Fernseher angeschlossen werden. Voller Sound. Erlebe satten Sound bis ins kleinste Detail. Mit Dolby Audio und DTS-Unterstützung erlebst du Filme und Musikvideos wie nie zuvor. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android TV gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Android TV pur. Google Play Store bringt deine Lieblingsshows und Games auf deinen Fernseher. Füge deine meistverwendeten Apps hinzu, ganz einfach mit Android TV. Schaue, wie du möchtest. Smartes Entertainment in Kombination mit klassischem Kabel, Satellit oder terrestrischem Empfang. Und wenn du deine Lieblingsshows im Live-TV verpasst, kannst du sie für später aufzeichnen. Mach mehr mit deiner Stimme. Frag Google nach den neuesten Blockbustern, streame deine Lieblingsshows oder öffne deine liebsten Games. Ganz einfach und ganz schnell. Fernbedienung mit Licht. Die ergonomische Fernbedienung liegt besonders gut in der Hand. Mit den beleuchteten Tasten findest du auch während kuscheligen Fernsehabenden die richtige Taste. Dank eigenen Tasten wechselst du in Sekundenschnelle zwischen Netflix und YouTube. Damit hast du alles unter Kontrolle. Der Test für den Nokia QNA50 GV210 ISW Fernseher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.